Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben es heute Freitag, den 23. April. Der April geht bald zu Ende und dann, ja, kommt dann Sell in May and Go Away. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht, aber wir schauen immer wieder genau hin. Das trifft ja dann genau auch zu auf die Indizes. Also wenn diese Börsenregel wieder greift, dann sollten wir ab Mai quasi fallende Kurse bei den Indizes sehen. Wir wissen, es ist eine der vielen, vielen Dinge, die an den Aktienmärkten immer wieder kursieren, dass ab Mai die Kurse fallen und dann wie von wundersamer Hand ab September wieder steigen. Lassen wir uns überraschen, was wird. Wir behalten das Ganze hier in den Morning Briefings natürlich immer wieder ganz genau im Auge und suchen an den Bewegungen interessante Trading-Chancen, so wie heute beispielsweise im Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Der hat an der Stelle, wo er jetzt steht, durchaus die Chance, es ordentlich fliegen zu lassen. Mehr dazu gleich. Zunächst wie immer gleich mal noch auf den Like-Button Knopf drücken hier in der Live-Sendung beziehungsweise später, wenn es geschaut wird, gleich mal die Chance nutzen, der Welt zu zeigen, was wir hier tun, und wir machen weiter. Natürlich an dieser Stelle auch mit meiner Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, gerne rein in die Chats an dieser Stelle. Wir haben hier immer wieder gute Chancen, die wir auch gefragt werden von den Live-Zuschauerinnen und Zuschauern. Wer das hat, gerne nutzen hier an dieser Stelle. Übrigens im Zoom, wer die Hand hebt, da weiß ich, da kommt irgendwie irgendwo was, aber ich sehe nichts. Das heißt, wenn jemand was auf dem Herzen hat, bitte direkt in den Chat beziehungsweise den Fragetext schreiben auf Zoom und dann kann ich mir das Ganze auch mit anschauen. Ne? Das gleiche wie immer auch auf Facebook hier natürlich rein in den Chat. Wir machen den Risikohinweis als nächstes. Das ist ja obligatorisch jeden Morgen hier. Sie wissen es, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre besprochen und da kommen wir dann gleich zu den Nachrichten. Diese Woche war ja nachrichtentechnisch nicht ganz so stark geprägt. Ein bisschen was Wichtiges gab es trotz alledem. Da schauen wir gleich drauf. Für den heutigen Tag hier sehen wir, die Briten haben die Einzelhandelsumsätze für den Monat März veröffentlicht. Hier steht eine grüne Zahl. Es wächst so langsam, aber sicher wieder. 2,2 war der letzte Bericht, 1,5 hatten die Analysten erwartet, 5,4 ist das tatsächliche Ergebnis, positive Überraschung. Das heißt, es kann dort Stück für Stück auch weitergehen. Wir werden beobachten an dieser Stelle. Was kommt heute im Laufe des Tages? Wir sehen es hinten dran mit stehen, den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe gibt es in Deutschland um 9 Uhr. Da müssen wir mal so ein bisschen auch drauf schauen, was hier genau hinten drin in den Begleittexten stehen. An sich muss man schauen, beispielsweise die produzierende oder das produzierende Gewerbe, was steht drinnen, wenn wir da mal zum Beispiel auf das Thema der Automobil schauen. Oder aber auch die ganzen technischen Geräteproduzenten, da könnte es durchaus einen Dämpfer geben. Da muss man mal schauen, wie es ist, woher kommt der Dämpfer oder die Möglichkeiten des Dämpfers. Wir haben die sogenannte Chip Shortage, das heißt, viele dieser Produzenten arbeiten ja in einem hochtechnologisierten Bereich. Das heißt, heutzutage sind ja überall Computerchips verbaut, die man braucht und da gibt es momentan Lieferschwierigkeiten, wo die herkommen. Naja, das ist zum Teil auch selbst verschuldet, in Anführungsstrichen natürlich, da muss man jetzt nicht zwangsweise hier jeden einen Vorwurf machen, aber es ist halt einfach so, die Unternehmen haben halt auch auf die Corona-Phase sozusagen reagiert bzw. reagieren müssen, haben teils Bestellungen zurückgestellt. Jetzt erholt sich der Markt in Teilen auch deutlich schneller, als man das erwartet hatte, muss jetzt nachbestellen, naja, und logischerweise haben wir jetzt die Produzenten der Chips an der Reihe und die kommen momentan mit der Produktion nicht hinterher. Das ist halt auch einer der Gründe, warum wir hier an dieser Stelle möglicherweise mit Verzögerungen im Betriebsablauf rechnen müssen und durchaus findet sich das dann wieder in solchen Zahlen. Warten wir auch hier ab. Wichtig ist, wir müssen immer schauen, wie der Markt darauf reagiert und das werden wir hier um 9.30 Uhr sehen, was der deutsche Leitindex draus macht. 10.30 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index bei den Briten, 15.45 Uhr
das Ganze dann in den USA. Also heute ein voller Tag seitens der Einkaufsmanager-Indizes. Um 16 Uhr gibt es dann noch die Verkäufe neuer Häuser und dann etwas ganz, ganz Wichtiges für uns hier in Europa, auch für den Euro, für das Währungspaar Euro, US-Dollar, EZB-Präsidentin Lagarde spricht. Und das dürfte durchaus auch Auswirkungen auf das Währungspaar haben. Wieso? Weshalb? Warum? Naja, wir haben ja gestern die Pressekonferenz beziehungsweise wir haben ja die EZB-Sitzung auch gehabt bei den Zinsen. Da gab es nichts Neues sozusagen. Die Zinsen bleiben niedrig und sie werden es. Ich schaue gerade nochmal rein in die geldpolitischen Beschlüsse. Hier haben wir es wirklich so. Der EZB-Rat geht davon aus, dass die Leitzinsen, so steht es drin, so lange auf diesem Niveau verharren, bis die Inflationsaussichten deutlich besser sind. Das hängt alles ganz, ganz viel mit der inflationären Entwicklung innerhalb der Corona-Pandemie. Und hier wurde auch ganz klar gesagt, dass die Nettoankäufe, ich schaue da immer mal in den Report rein, dass die Nettoankäufe im Rahmen des Notankaufprogrammes, das ist ja ins Leben gerufen worden, um die Märkte mit Liquidität zu versorgen, das bleibt der Gesamtumfang hier, steht geschrieben, in Höhe von 1,850 Milliarden Euro mal mindestens bis Ende 2022 weitergeführt wird. Also wir sehen in diesem Jahr dort kein Ende und ob es im nächsten Jahr soweit wird, das ist offen. Es wurde auch ganz klar gesagt, man reagiert hier flexibel in Abhängigkeit zu dem, was an den Märkten passiert, was der Markt braucht. Man möchte auf alle Fälle verhindern, dass es hier zu Liquiditätsengpässen kommt, weil die sind natürlich Gift für die Wirtschaft und das Ganze ist mal ganz klar die Botschaft, die wir hier auf alle Fälle auch bekommen, um das Ganze hier, sage ich mal, mehr oder weniger solide ablaufen zu lassen. Also die EZB weiß genau, dass sie Mittel und Wege hat, dem Markt zu helfen und sie wird es tun. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit dem Euro? Man hat das in der Vergangenheit auch immer mal gesehen, bei Werten von über 1,20. Das ist der EZB nicht ganz so recht. Verbalinterventionen dürften da durchaus auch zu erwarten sein. Wir müssen mal schauen, wo es hingeht. Wir wissen ja auch ganz klar, der Markt macht den Preis für den Euro, US-Dollar. Aber wenn hier stark von der EZB auch interveniert wird, zumal wenn das auch erstmal in Anführungsstrichen nur verbal sein sollte, dann wird das natürlich auch seine Wirkung auf den Markt nicht verlieren. Und wenn die EZB halt merkt, dass ein Dollar über der Marke von 1,20 schlecht ist, dann wird sie Mittel haben, das Ganze auf die Unterseite zu befördern. Das bleibt hochinteressant, hochspannend und wird uns hier als Händler definitiv nicht in die Situation bringen, dass Langeweile im Euro entsprechend aufkommt. Das haben wir ja hier immer wieder auf der Uhr und immer wieder auch in den Fragen. Ne? Das hier an dieser Stelle sehen wir hier auch die Frage im Zoom Euro, US-Dollar kommt heute und das Cable natürlich auch. Australdollar, US-Dollar haben wir auch. Klasse, das mache ich sehr, sehr gerne und das Dank dafür nehme ich auch gerne entgegen. Da freue ich mich immer besonders. In der heutigen Welt ist das, das muss ich mal so offen sagen, nicht normal. Ja? Heutzutage nehmen viele alles kostenlos hin und sagen nicht mal Danke dafür. Deswegen freue ich mich an dieser Stelle so über die vielen Likes, die wir hier immer wieder bekommen. Das heißt, gerne auch aufs Like-Knopfchen drücken. Da weiß ich, dass auch interessante Dinge immer wieder erzählt werden. Und das freut mich dann und das motiviert natürlich auch hier neben meiner normalen Arbeit als Händler über den Ticker morgens auch ein bisschen Einblick in die Handelsvorbereitung zu geben. Wir machen weiter bei den Nachrichten per se an sich und da kommen wir jetzt mal ganz kurz noch auf den Wochenrückblick, den wir diese Woche gehabt haben. Am Dienstag, genau, ich muss da immer mal ein bisschen rüber luken. Am Dienstag haben wir Arbeitslosenzahlen von den Briten bekommen. Und das ist durchaus interessant gewesen. Hier die aktuelle Zahl, 10.100 neue Anträge auf Arbeitslosengeld. Das ist gut, weil ein deutlicher Rückgang, wenn man es mal sieht, im Vormonat waren es 86.600. Das ist eine positive Zahl, die man hier definitiv vermelden kann. Bei den Verbraucherpreisen sieht es bei den Briten auch so aus, dass es so, naja, langsam aus dem Tal der Tränen rauskommt, aber keine starke Zunahme ist. Wir sehen es hier, der Konsens hatte eigentlich einen Zuwachs von 0,4 auf 0,8% erwartet. Im März auf Jahresvergleich
Bereich, es waren dann 0,7. Also es zieht langsam an, man muss halt einfach aufpassen und das ist auch das, was eigentlich gesund wäre, wenn man eine langsame Ansteigerung der Inflationsraten hat. Warum ist das so wichtig? Dann kann die Wirtschaft darauf reagieren, der Markt kann darauf reagieren und das macht das Ganze dann ganz anders, als wenn wir hier so einen extrem steilen Anstieg der Inflation haben. Das ist wieder ungünstig, das ist schlecht für die Preisbildung, das ist schlecht für den Lohnsektor. Also das ist schlecht eigentlich für alle, wenn es zu schnell geht, solide, leicht, Stück für Stück, ein bisschen immer wieder, das ist viel, viel besser. Wir beobachten es. Die Rohöllagerbestände kamen am Mittwoch hier an dieser Stelle. Es war eigentlich ein Rückgang erwartet worden. Dagegen war es ein leichter Zuwachs von 0,59 Millionen Barrel. Ölmarkt ist momentan ein kleines bisschen angespannt. Warum? Wo kommt das her? Thema Indien. Wir haben momentan einen heftigsten Verlauf der Covid-19-Erkrankung in Indien. Und das fällt natürlich auch zurück auf die Ölnachfrage, weil Indien ist ein extrem großer Rohölnachfrager. Und wenn dort plötzlich durch das ganze Covid-19-Geschehen die Wirtschaft zum Erliegen kommt, dann merkt man das schon. Das wird Stück für Stück möglicherweise auch ein bisschen kompensiert, aber halt nicht in Gänze. Das hat jetzt relativ wenig mit den US-Rohöllagerbeständen zu tun, sondern im Generellen die Nachfrage, die weltweite Nachfrage auf dem Ölpreis. Das wird wieder kommen. Indien wird da auch wieder aufholen, aber momentan merkt man das halt so ein bisschen. Das hat immer die kurzfristigen Auswirkungen entsprechend auf den Ölpreis. Wir haben die FED bzw. die EZB schon besprochen. Wir sehen es hier, bei den Zinsen gab es definitiv keine Änderungen, aber eine sehr, sehr positive Nachricht wieder mal vom Arbeitslosenmarkt in den USA. Nach den guten Ergebnissen der Vorwoche gab es diese Woche wieder ein gutes Ergebnis. Die Analysten hatten 617.000 Erstanträge erwartet. Letzte Woche waren es ja 586.000, diese Woche sind es noch mal weniger als letzte Woche. Also man sieht, der Arbeitsmarkt in den USA, der beginnt langsam wieder Fuß zu fassen. Und das dürfte der US-Wirtschaft weiterhin unter die Arme greifen. Auch so bestückt bzw. unterstützt das Ganze durch die Bestückung der Impfkampagne in den USA. Die sind ja da massiv weiter voran, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und das merkt man halt auch. Und das hilft auch dann, wenn die Impfung weitergeht, die Wirtschaft immer weiter zu eröffnen, die Freizeitaktivitäten, die Reiseaktivitäten wieder in Gang zu bringen. Das wird die Wirtschaft in den USA befeuern und natürlich hier den Plan von Biden sozusagen durch die Wirtschaftsförderprogramme auch das Klima zu verbessern. Wir haben es ja gestern auch gehört, es gab ja einen Summit, einen Gipfel mit den größten Nationen auf der Welt, einen virtuellen, wo Biden nochmal bekräftigt hat, bis 2030 auf 50% des Klimaausstoßes von, wenn ich mich nicht verhört habe, 2005 zurückzugehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel und da wird halt auch sehr, sehr viel Geld in das Thema reinfließen. Der Arbeitsmarkt wird sich verändern, da werden neue Arbeitsplätze geschaffen in diesen Sektoren, weil andere fallen ja weg. Die Wirtschaft wird sich da auch in großen Teilen wirklich stark verändern und das wird etwas sein, da wird viel Geld fließen, das wird neue Branchen bzw. das wird Branchen in diesen Bereichen der alternativen Energien, der grünen Energie. Also da gibt es unheimlich viel, was dort auch angepackt werden kann, gepackt werden muss. Da muss viel in die Infrastruktur entsprechend investiert werden. Wenn beispielsweise mehr Elektromobilität oder ähnliches in den USA, genauso wie bei uns in Europa, auch in Deutschland ist, da muss natürlich in das Stromnetz investiert werden. Also unheimlich viele Branchen sind davon betroffen und das wird sehr, sehr stark der Wirtschaft entsprechend auch helfen. Einen kleinen, naja, ich will nicht sagen Dämpfer gab es gestern dann auch noch, aber naja, es ist halt so ein bisschen Normalität. Irgendwo muss das Geld für sowas halt auch herkommen. Das muss ja irgendwo bezahlt werden. Da geht es immer irgendwo um das Thema der Steuern. Und Biden hatte ja schon gesagt, dass er die Unternehmenssteuern etwas anheben möchte. Und gestern hat er auch gesagt, wir werden uns mal näher mit dem Thema der Kapitalertragssteuer befassen. Ne? Das ist so eingepflegt worden. Also mal so nebenbei will ich jetzt, also es war nicht nebenbei, aber er hat es halt gesagt.
Da möchte ich jetzt noch gar nicht zu viel Wert drauf legen, auch nicht zu stark in die Details reingehen, weil wir wissen ja selber, wie es ist. Es geht um Geld und immer wenn es um Geld geht, gibt es Verhandlungen und dann gibt es irgendwann einen Konsens zwischen zwei Seiten oder aber halt auch nicht. Aber meistens einigt man sich dann irgendwo und dann wird das Ganze gehen. Selbst die Gegenpartei, die Republikaner, die müssen ja auch irgendwo sehen, das muss bezahlt werden. Und da wird es den Konsens geben. Mal schauen, was wird. Und die haben halt auch selbst alle im Hintergrund, wenn es zu teuer wird, ist das wiederum schlecht für die Entwicklung, schlecht für den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist ja auch extrem wichtig. Das wissen die schon ganz genau. Und deswegen wird es da in irgendeiner Art und Weise einen Konsens geben, der durchaus ein paar Marktbewegungen verursachen kann. Aber ich denke mal, langfristig wird das Ganze auf relativ soliden Füßen stehen. Und deswegen, die Dinge sind da, die Politik arbeitet und das ist das, was die Märkte bewegt und das ist wiederum das, was uns als Traderinnen und Trader natürlich immer wieder neue Chancen gibt. Also das Thema haben wir hier diese Woche gehabt bei den Verkäufen neuer Häuser. Naja, muss man schauen. Wir haben es im Beigebuch ja schon gesehen. Der Markt ist ein bisschen unter Zugzwang. Gerade was die Preisentwicklung auch angeht, die Preise für die Immobilien bzw. für den Bau von Immobilien, die steigen natürlich massiv an durch die Covid-19. Geschichte haben wir halt extrem starke Preiserhöhungen, die wir jetzt auch sehen. Teilweise sind Lieferketten unterbrochen. Die große starke Nachfrage nach Baustoffen bringt natürlich den extremen Nachfrageüberhang. Die Unternehmen können gar nicht so schnell die Baustoffe produzieren, wie sie benötigt werden. Der Holzsektor ist weltweit extrem angespannt. Das macht natürlich alles viel, viel, viel teurer. Dann kommt noch dazu, dass man Einschränkungen in den Transportwegen auch hat. Also alles das zusammen bringt hier die Kosten nach oben und das könnte durchaus ein bisschen negativ auf den oder etwas nachhaltiger auf den US-Immobilienmarkt sich auswirken. Müssen wir ein bisschen mit im Blick haben, aber solange wie die Zahlen nicht extrem gravierend in den Keller gehen, dürfte auch das etwas sein, was die Wirtschaft hier natürlich mit verkraften kann. Und damit kommen wir zu den nächsten Nachrichten für die kommende Woche. Eine wichtige Nachricht ist, das wissen wir ja immer schon, wir haben in der letzten Woche über das Beigebuch gesprochen. Das heißt, in 2 Wochen kommt die FED dran und nächste Woche sind die 2 Wochen am Mittwoch sozusagen um. Das heißt, einer der wichtigsten Termine für die kommende Woche ist natürlich am Mittwoch die FED-Sitzung. Vorher gibt es aber noch Montag und Dienstag und da sehen wir auch da ein paar wichtige Zahlen. Hier bei uns in Deutschland gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex. Wir bekommen am Montag den Auftragseingang für lammlebige Güter in den USA. Am Dienstag geht es mit dem Consumer-Verbrauchervertrauen in den USA weiter. Mittwoch dann den Zinsentscheid der FED als extrem wichtiges Ereignis. Donnerstag haben wir in Japan Feiertag. Wir kriegen Arbeitslosenzahlen aus Deutschland. Wir kriegen Daten zum BIP und den schwebenden Hausverkäufen in den USA. Und am Freitag kriegen wir dann aus China den Einkaufsmanager-Index, das BIP für Deutschland und das Verbrauchervertrauen, den Verbraucherpreisindex VPI so rum für die Eurozone. All das in der kommenden Woche. Und wenn wir hier schon mal so ein bisschen reinlugen, auch für die nächste Woche gegen Wochenende hin, das BIP in Deutschland soll massiv sinken. Ja, das ist also minus 1,5. Da lassen wir uns mal überraschen, ob das BIP wirklich so stark hier in die Knie geht. Und beim Verbraucherpreisindex auch eine kleine Überraschung. Da gehen die Analysten von einer Steigerung aus. Also es wird hochinteressant, wie die nächste Woche wird. Das dürfte sich auch auf die Entwicklung an den Aktienmärkten durchaus auswirken. Bleibt spannend. Ich freue mich schon auf das, was wir da in der kommenden Woche auch mit haben. Also das Ganze hier natürlich immer wieder besser zu betrachten, zu planen. Und wir machen jetzt weiter mit den entsprechenden Charts. Und damit öffne ich gleich mal hier an dieser Stelle noch den Ups, da haben wir es. Den Stereo-Trader hier, den wir jeden Morgen zur Besprechung nehmen. Kurze Sache ist an dieser Stelle natürlich jetzt wie immer, der Bildschirm wird jetzt groß freigegeben. Das heißt, der Chart kommt jetzt auch in Zoom, in HD rüber. Ich weiß, dass die Übertragung in Zoom über die virtuelle Kamera, die ist nicht ganz so prall. Keine Ahnung, warum das Zoom irgendwie nicht hinkriegt.
aber es ist jetzt so, wie es ist. Deswegen machen wir hier das Bild einfach groß. Ich hoffe, dass die Charts in Zoom da gut und klar erkennbar sind, weil das ist natürlich das Allerwichtigste. Und wir gehen jetzt auf die Märkte ein. Die Wunschmärkte habe ich übrigens auch da. Australdollar, US-Dollar, Euro, US-Dollar. Das Cable haben wir und von, was haben wir hier? US-Dollar, japanischen Yen, kriege ich mal direkt noch als Frage aus Zoom. Das haben wir auf der Uhr. Wir schauen auf die Indizes, wir schauen nochmal auf den Goldpreis, wir schauen nochmal auf den Ölpreis. Also wir haben hier eine ganze Menge auf der Uhr. Zunächst allerdings den Top-Peak für den heutigen Morgen, Euro-Britisches Pfund. Gefällt mir extrem gut, was wir hier momentan sehen. Wir stehen hier möglicherweise vor einem ja doch deutlichen Stimmungswechsel, aber hier ist noch nichts entschieden. Doch, es ist etwas sehr Interessantes passiert, etwas, worauf ich als Händler immer sehr genau schaue. Ich habe das hier mal grob skizziert an dieser Stelle. Schaut mal hier unten, das ist dieser lange abwärtsgerichtete Bewegungsarm zur Unterseite hin. Der hat natürlich auch geschwankt. Das ist sehr, sehr schön zu sehen an dieser Stelle hier auch. Und es ist etwas gekommen, was hochinteressant ist, denn wir haben hier an dieser Stelle dort oben, Moment, das skizziere ich gleich mal ganz kurz hier drüben ran. Wir haben hier den Bruch des Abwärtstrends. Ne? Schaut mal hier, das ist das letzte Korrekturhoch vom Abwärtstrend gewesen. Hier über der Marke von 0,8640. Hier, ab ging es nach oben. Ja, eine schöne, trendbrechende, starke Bewegung bis in ein wichtiges Widerstandslevel rein. Ne? Die Marke hier um die 0,8690 ist ein Widerstandsbereich. Das sind meistens so Bereiche, wie immer keine Einzelpips, sondern Schwankungsbereiche. Wir sehen das hier drüben in der Historie im Jahr 2020. Wann war es denn gewesen? März, April rum war es ein schöner Support. Hier sind wir dann drunter gerutscht, nochmal getestet. Da ist es dann logischerweise zum Widerstand geworden. Und jetzt sind wir hier mit einer Dynamik oben reingelaufen und direkt oben wieder abgedreht. Aber vom Jahrestief bei 0,8472 ging es halt hier direkt rein, hat das Zwischenhoch des Abwärtstrends hier rausgenommen. Tja, und jetzt stehen wir hier oben in diesem Bereich. Und da stellt sich die Frage, was passiert hier an dieser Stelle? Wir sehen selbst hier an diesen Punkten, wir haben diesen Bereich hier oben überschritten, direkt wieder abverkauft, aber wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Chance, die Oberseite durchzugehen, wenn wir hier tatsächlich nachhaltig oben drüber laufen. Das Zwischenhoch dieser Aufwärtsbewegung haben wir hier gehabt bei 0,871, danach ging es ein bisschen runter, hier hat es der Markt nochmal kurz versucht oben drüber, aber dann direkt wieder abverkauft. Der Punkt ist der, fast der Markt sich sozusagen ein Herz und steigt hier über die 0,8710 drüber. Was haben wir dann? Ganz klar, dann haben wir einen schönen Aufwärtstrend. Ja? Wir haben hier die initiale Bewegung gehabt. Das, was wir hier jetzt sehen, ist die korrektive Phase. Und wenn es der Markt tatsächlich oben drüber schafft, dann haben wir den Aufwärtstrend und die nächsten beiden Ziele, die wir hier haben, sind einmal hier dieses kleine Zwischenhoch bei 0,8790 und dann natürlich hier dieser Schwungbereich, dieser Widerstandsbereich in dem Level um die Marke von 0,8860 hier mit Blick auf den Tageschart. Also das ist tatsächlich die große bullische Chance, die wir zur Oberseite im Tageschart haben. Auf der Unterseite müssen wir allerdings auch sagen, wenn der Markt hier tatsächlich abprallen sollte, wäre das wieder aus jetziger Sicht ein eher sehr bärisches Zeichen. Warum? Das kann ich auch ganz schnell erklären. Dann hätten wir nämlich hier den Schub nach oben, die Korrektur nach unten, den Schub nach oben, ein tieferes Hoch und damit ist die Gefahr da, dass wir hier unten unter das Zwischentief bei 0,8589 laufen und dann ist natürlich der Weg eher wieder auf die Unterseite gerichtet, das heißt hier, dann geht es erstmal wieder vom Fokus her auf das Jahrestief bei 0,8472, also auch hier wieder ein sehr, sehr interessanter Schwankungsbereich, den wir hier an dieser Stelle haben, mit Blick auf den Tageschart, also für die Swing Trader ist das hochinteressant, dieses Level und weil halt das Bewegungslevel dort oben so sehr wichtig ist, schauen wir uns das Ganze eben mal ganz kurz noch an in der nächst kleineren Zeiteinheit. Ich muss hier mal ein klein wenig zusammenraffen. Ich hoffe, dass man diesen Chart trotzdem noch sieht, weil für das, was wir hier und jetzt besprechen, brauchen wir einfach noch die Chart-Historie hinten ran und wenn ich das zu groß lasse, können wir die noch sehen, nicht mehr sehen. Also, was ist passiert? Ganz klar, das, was wir im Tageschart sehen, sehen wir natürlich hier in den Trendverläufen.
Verkäufen. Und hier haben wir halt den Punkt, wo ich sage, das Bild schaut auch jetzt noch sehr, sehr bullisch aus. Warum an dieser Stelle? Das kann ich ganz klar und schnell erklären. Schaut mal hier, das ist der Aufwärtstrieb. Dann gab es hier kurz und knackig die Korrektur. Und jetzt fängt der Markt hier an, schon wieder nach oben zu laufen. Hier, ich mache mal kurz den Lower Timeframe an. Habe ich getroffen? Moment. Jawohl, da ist er. Schaut mal, wir haben hier mittlerweile wieder den Aufwärtstrend da. Ich gehe mal kurz hier noch in die bessere Visualisierung rein. Also schaut mal hier, hier gab es die erste Aufwärtsbewegung. Das war ganz klar noch hier die Korrektur vom Abwärtstrend. Dann gab es eine kleine Gegenbewegung und jetzt ist der Markt hier nach oben gelaufen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Das ist schon in dieser Art und Weise eine bullische Bestätigung der ganzen Story hier an dieser Sache. Und als wir dann über dieses Level hier drüber gelaufen sind, ist der Trend entstanden. Das heißt, hier gab es dann die Aufwärtstrendbildung. Also hier das erste Hoch, die Korrektur. Jetzt stehen wir hoch und jetzt haben wir hier oben eine Konsolidierung in einem Seitwärtsniveau. Das ist eine Art Trading Range, die wir hier haben. Und diese ist jetzt hier verortet in der Korrektur und da haben wir wirklich richtig gute Chancen, nach oben raufzulaufen. Wenn wir hier in die kleine Trendfortsetzung auf der Oberseite reingehen, das heißt hier oben diesen Bereich vom aktuellen Zwischenhoch mitzunehmen, hier oben diese Marke, das Level haben wir da oben liegen bei 0,87, 0,22. Darüber ist das dann die Fortsetzung dieses Trends und wenn wir dann tatsächlich oben drüber fliegen, ist das genau das bullische Szenario, was ich hier gesagt hatte. Dann können wir uns auf der Oberseite wirklich austoben, denn es gibt deutliche Anlaufbereiche und ich hatte das im Blog auch geschrieben, hier die Positionierung erst einmal im kurzfristig gären Bereich in Anführungsstrichen, wenn man das mal so sehen möchte, hier zwischen Level hier drüben an diesem Zwischenhoch um die 0,8790, dann hier drüben der Schwungbereich um die 0,8860, beziehungsweise wenn wir mal hinschauen wollen, schaut mal, da oben haben wir auch ein kleines Zwischenhoch liegen um die runde Marke von 0,8880 und dann, ja, dann geht es hier hoch. Schaut mal, wir haben hier schöne Zwischenhochs liegen, wo immer wieder marktrelevante Drehbereiche waren. Hier ein Mehrfach-Top, hier oben auch ein Mehrfach-Top und dann haben wir hier schon das Hoch oben drinnen. Also hier ganz klar die Level oben drauf, 0,8920 hier in diesem Bereich. Hier drüben ist es die 0,9085 und dann hier oben der Top-Bereich um die 0,9220. Das ist sehr, sehr interessant für die Long-Seite. Wenn es der Markt spielt, brauchen wir immer Potenziale und hier haben wir deutliches Potenzial, wenn wir uns das Ganze mal hier auf der Oberseite anschauen wollen. Das ist ganz klar. Für die Kurzfrist-Trader, wie schon gesagt, sind diese Märkte oder diese Entfernung hier oben natürlich viel zu weit weg. Für die Kurzfrist-Trader wird das Ganze viel, viel interessanter zu schauen, was passiert denn hier in diesem Level. Prallen wir tatsächlich ab oder starten wir nach oben durch? Und wenn wir nach oben durch starten, hat man hier an dieser Stelle natürlich entsprechend nähere Ziele und die ersten beiden, die sich hier entsprechend auch anbieten, wären mal hier, ich ziehe es mal runter, je nach Trading-Ansatz, hier das Mini-Mini-Zwischenhoch. Man muss halt schauen, wenn man jetzt von hier unten kommt und seine Absicherung hier hinlegt, ne, der ein oder andere Trader sagt sich, Mensch, wenn ich jetzt da oben reingehe und dort oben schon wieder Gewinne mitnehme, ist das ja viel zu kurz. Aber ich sage euch an dieser Stelle, wenn ihr hier diesen Range-Ausbruch tradet, kann man sich extrem eng absichern, ne? Zum Beispiel hier am Kerzentief hier unten. Das heißt, wir haben ein Absicherungslevel, wo wir schon alleine bei der Fortsetzung dieses Trends hier oben ein CAV von 1:1 haben. Und wenn wir das dann oben draufsetzen, haben wir schon mehr als ein 2:1. Und wenn es dann noch ein Stück weit höher geht hier in diesen Hochbereich, dann wird das mal schnell ein 3:1. Und das kann sich dann schon lohnen. Man braucht halt einen ganz, ganz anderen Kontext in dieser Seite, ne? Also jemand, der das traden möchte, schaut bitte nicht in den 4-Stunden-Chart. Da lässt man sich vom 4-Stunden-Chart nur die Richtung vorgeben. Da muss man in die kleineren Zeiteinheiten rein, hier in den 5-Minuten-Chart auch rein und das sieht man dann an dieser Stelle, wenn es hier tatsächlich zu Ausbruch aus der Seitwärtsphase kommt, bildet sich hier in den 5 Minuten der Trend zur Oberseite hin und dann hier erstes Ziel, zack, oben die Fortsetzung hier, zweites Ziel hier oben, wo wirklich Kaufschübe reinkommen können, wenn Absicherungsorders da liegen und wenn man das Ganze dann sieht, ja, dann hat man halt gute Chancen, die anderen Dinge, die wir hier beleuchtet haben, auch noch mitzunehmen, da ist man dann relativ flott. Ich gehe mal kurz in den Stundenchart wirklich dabei, hier ans Zwischenhoch beziehungsweise hier an das Verkaufslevel ranzulaufen und dann kann sich das schon lohnen und das ist dann im Kleinen, ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig bei dem, was ich hier erzähle, immer in den eigenen Trading-Kontext setzen und dann passt das Ganze schon entsprechend auch mit rein. Man muss halt einfach wissen, was man möchte, was man braucht,
wie man den Markt auch traden möchte. Die Positionsgrößen müssen dann natürlich passen und dann wird da ein Runterschuh an dieser Stelle auch mit raus. Also das ist mal der Blick in die Währung Euro-Britischer Pfund. Dann gehen wir jetzt mal eben noch die Wunschmärkte durch, weil die sind momentan allesamt im Währungsbereich. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz die Währungen durch. Und wenn die Währungen entsprechend durch sind, dann gehen wir auf die Rohstoffe bzw. die Indizes entsprechend auch mit ein. So, wir gehen jetzt zunächst los auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Das haben wir ja gestern in den Fokus der Trader auch gehabt hier. Aber man muss sagen, es tut sich nicht sehr viel. Wir haben momentan hier im Währungspaar Euro-US-Dollar einen Schwankungsbereich hier unten. Moment, ich räume den Chart mal ganz kurz ein kleines bisschen auf. Also wir sehen es ja selbst, man muss einfach nur hinschauen. Schaut mal, hier oben hatten wir das Hoch grob um die 1,2080. Hier unten das Low, Moment, auch hier lösche ich mal kurz den Wert raus. Hier im Bereich 1,19, knapp 94. Es schwingt hin und her, wenn wir uns die Kerzen mal anschauen. Eine Tageskerze wie gestern ist völlig normal hier an dieser Stelle um die Fettsitzung raus. Aber es passiert einfach seit Tagen relativ wenig. Der Markt pendelt so ein bisschen um die 1,20, ich sag mal grob über den Daumen 30, 40 rum, wo er sich immer wieder findet. Das heißt an dieser Stelle, wir haben hier den intakten Trend zur Oberseite hin. Ich skizziere es mal ganz kurz ein hier. Moment, der kleinere Zeitrahmen. Gut, muss ich sehen. Das mache ich mit der Hand an dieser Stelle. Also, was wir hier nach oben laufen sehen, in den kleinen Zeiteinheiten sieht man es besser. Aber wenn man den Tageschart haben, schaut mal hier. Es trendet halt. Ne? Also hier das erste, aber wenn man es mal größer nehmen möchte, der Schub nach oben, die Korrektur hier unten rein. Der nächste Schub nach oben, hier eine leichte Korrektur bis unten rein, hier der nächste Schub nach oben, jetzt die Korrektur. Das heißt, wir haben hier im Kleinen schon den intakten Aufwärtstrend, der hat sein Zwischenhoch hier oben grob bei 1,2080, fliegen wir dort oben drüber, dann wird es wirklich interessant, was macht der Markt hier oben an dieser Stelle in diesem Level hier, das Zwischenhoch dort um die Marke von 1,2113 haben wir das Hoch hier liegen. Das ist dann interessant, wenn man das in diesem Kontext mal anschaut, ist das das nächste Zwischenhoch hier an dieser Stelle. Dieser Abwärtstrend, den wir hier haben, der ist ganz klar auch gebrochen. Ja, also hier das mal das Trendige zur Unterseite rein, von hier oben Doppeltop gemacht, ab in die Bewegung unten rein. Der ist jetzt definitiv rausgenommen, haben wir ja auch hier besprochen. Hier ist die Unsicherheit, die hat sich dann komplett rausgelöst und jetzt schwankt der Markt hier halt ziemlich breit. Und das müssen wir uns jetzt mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Das heißt, ich gehe hier direkt mal in den Stundentrend auch rein, damit wir mal sehen können, was hier los ist. Und da sehen wir es halt an dieser Stelle hier. Schaut mal, man kann das ganz schnell selber sehen. Hier ging es nach unten, dann ging es plötzlich wieder nach oben. Jetzt geht es plötzlich wieder nach unten. Dann strebt der Markt so ein bisschen hoch. Also so richtig im Großen und Ganzen kann man jetzt noch keine Richtung absehen. Wir sehen es im größeren Bereich hier. Ein Hoch, ein tieferes Hoch. Hier ein Tief, ein tieferes Tief. Das spricht mal dafür, dass wir das, was wir hier haben, sehen. Es ist ein Abwärtstrend, aber was wir in diesem Abwärtstrend halt auch sehen, er hat keine Kraft, sich nach unten fortzusetzen, hat aber momentan auch noch nicht die Kraft, oben alles rauszunehmen. Das heißt, wir haben hier einen weiten Schwungbereich, den sehen wir hier auch sehr, sehr schön. Das habe ich gerade im Tageschart gesagt. Und das, was wir bei den Kerzen hier sehen, ist das Schwankungsumfeld und das ist auch das, was ich gesagt habe, wir kommen hier irgendwo immer wieder in den Bereich 1,2030 bis 1,2045 zurück. Das ist so das Drehlevel. Wichtig wäre es jetzt für die nachhaltige Entscheidung und da müssen wir uns mal so ein bisschen auch die Wochenkerze anschauen, wie die ausschaut, was wir dort bekommen. Entweder es wird tatsächlich wirklich richtig bullisch, dann sehen wir den weiteren Fortgang und da bin ich mir aus meiner Erfahrung heraus relativ sicher, mal wenigstens hier oben rein in das Zwischenhoch über der Marke von 1,21. Wenn allerdings der Markt umklappt, dann haben wir ein Umkehrsignal auf Wochenbasis und das dürfte uns dann durchaus zunächst erstmal wieder ein bisschen zur Unterseite reinbringen. Und weil ich gerade die Wochenkerze entsprechend angesprochen habe, gehen wir mal eben noch in den Wochenchart rein und da sehen wir halt, dass wir hier
ein, zwei, drei Wochen mit steigenden Kerzen haben. Sollten wir hier allerdings eine Umkehrkerze bekommen, dann wäre das erstmal das Zeichen, dass der Markt dort wieder zur Unterseite rein möchte. Und das wäre dann allerdings auch wieder ein Zeichen, dass man sagt, jetzt könnte es doch durchaus weiter nach unten gehen. Denn wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen möchten, auch im Kontext des größeren Zeitrahmen der Woche an dieser Seite hier, auch das, ich skizziere es mal ganz kurz ein, sind wir natürlich logischerweise gerade in einem Aufwärtstrend verortet. Ne? Hier ging es in der wackeligen Phase los und dann doch deutlich hier zur Oberseite rein. Schön, der Aufwärtstrend ist da, ganz klar, ganz sauber hoch. Ja, und das, was wir hier jetzt sehen, ist quasi, jetzt deswegen, ich ziehe mal den Arm runter, das ist die korrektive Phase sozusagen zu dem, was wir hier oben sehen. Und diese korrektive Phase, das sehen wir auch im Wochenchart sehr, sehr schön. Der Markt ist hier nach unten gelaufen, nach oben gelaufen, ist jetzt nach unten gelaufen und läuft jetzt hier sozusagen nach oben in einem Kanal hoch, schön. Und wenn der nach unten durchbrochen wird, dann haben wir halt die Situation, dass wir durchaus hier den Markt weiter nach unten laufen sehen können. Und wenn das passiert, dann wird es halt sehr, sehr spannend, was passiert hier unten am aktuellen Jahrestief. Wenn der Markt auch das rausnimmt, dann haben wir gute Chancen, zunächst auf die 1,16 runterzulaufen. Das ist mal ein Big Picture, wirklich ein sehr, sehr großes Bild. Das wird nichts sein, was man im 5-Minuten-Trend jetzt lostradet und dann bis unten reinläuft. Das glaube ich nicht, aber man sieht natürlich hier, wie das Geld hier spielt. Und wenn wir halt einfach sehen, wo die Drehmarker sind, wann sozusagen auch die Großen wieder aufs Knöpfchen drücken zum Verkauf, ja, das ist schon spannend zu sehen. Und wie schon gesagt, wir haben hier eine Abwärtsphase in einem Abwärtstrend. Das ist die Korrektur sehr steil hoch. Wenn wir hier das Verkaufssignal bekommen, dann könnte es auch durchaus ziemlich flott wieder runtergehen. Momentan haben wir da noch keine Signallage für. Ja, sonst hätten wir das morgens ja gleich besprochen. Aber selbst wenn man sich das Bild im 4-Stunden-Chart mal anschaut, was haben wir denn? Wir haben hier einen Abwärtstrend. Moment, ich lasse den gleich mal kurz einzeichnen hier. Na, da ist er. Und das, was wir hier sehen, ist halt nun mal die korrektive Phase. Und wenn der Markt darunter bricht, ja, das ist dann das Kurzfristigere hier an dieser Situation in diesem Chart, dann ist das hier der korrektive Part sozusagen hinten drin. Moment, ich muss das mal ein bisschen anders verlagern hier, damit wir das ein bisschen enger ziehen können. Und der kann sich ohne weiteres nach oben hin ausdehnen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Aber wir sehen halt, es ist eng in dem Kanal drinnen. Potenzial nach oben hin über die Marke von 1,2060 definitiv vorhanden. Aber das Schöne ist halt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal im 15-Minuten-Chart anschauen, hier, wir sehen es, der Markt schwingt nach oben. Und wenn dieser Schwung, dieser Trend, den wir hier haben, nach unten bricht, dann wäre das das Zeichen, dass er umkehren möchte. Das können wir uns anschauen und da einfach hinzusehen in die kleineren Zeiteinheiten, das macht da durchaus Sinn. Das ist Euro, US-Dollar. Dann an dieser Stelle gucken wir rein ins Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Hatten wir ja auch als Handelsidee miteinander besprochen. Das heißt, hier schauen wir uns das Ganze an. Short-Seite ist weiterhin extrem interessant. Wir haben das Handelssignal ja auf Tagesbasis besprochen, wo wir gesagt haben, wir müssen mal schauen, was hier oben so passiert. Wir sind ja hier oben in diesen Widerstandsbereich reingelaufen. Hier an dieser Stelle das große Schwungband oben, der Deckel über der Marke von 1,4010 und unten hier wird abgefedert um die 1,3670. Und wie immer, Range Trading von oben nach unten, von unten nach oben ist immer wieder gut. Was wir hier an dieser Stelle auch sehen ist, das Median, der Range wird immer wieder gerne gesucht, da kommt immer wieder Kaufstärke rein, so gesehen auch momentan. Hier ging es nach unten, hier, das war das Verkaufssignal, wurde mittlerweile bestätigt. Jetzt kommt die Gegenbewegung, aber schauen wir mal kurz in den 4-Stunden-Trend rein. Der ist von hier oben weiterhin intakt. Das, was wir hier sehen, ist die korrektive Phase. Nächster kleinerer Widerstand, den wir hier haben, wäre mal hier das Trendfortsetzungslevel hier unten um die Marke von, naja, ich sag mal grob 1,3890 rum in diesem Drehbereich. Da wird es interessant, was passiert, wenn wir dort direkt Kaufstärke reinbekommen. Dann könnte es durchaus sein, dass wir die Korrektur in Fortsetzung oben reinbekommen, bis zum Zwischenhoch hier oben rein. Und das sehen wir ja hier oben um die Marke von knapp 1,3950. Wurde immer wieder abverkauft. Das bleibt dann spannend, interessant zu sehen. Aber hier die Korrektur
haben wir jetzt da. Und wer sich diesen Trend hier im 4-Stunden-Chart quasi als Richtungsgeber nehmen möchte, also hier, ich skizziere das mal kurz ein, das sehen wir es nämlich gleich schön in den kleineren Zeiteinheiten hier, der sagt ganz einfach, okay, 4-Stunden-Trend abwärts gerichtet, Richtung ist nach unten. Hier haben wir momentan die Korrektur und sobald hier der Markt von oben nach unten wieder rumdreht, wir sehen es, der Bewegungsarm ist gebrochen hier übers Zwischenhoch drüber, Aufwärtstrend intakt. Wenn wir hier dann wieder rumdrehen, haben wir die Umkehr der Nachfrage und zack, läuft das Ganze wieder in Trendrichtung. Kann man sehr schön nutzen, hier einfach ganz genau hinschauen. Korrekturausweitung, wie schon gesagt, die nächsten Kursziele, die wir hier haben, hier der Schwungbereich rum, um die knapp die Marke von 1,38, ja 85 bis 90 oben rein. Wir sehen es hier, da war das Ausbruchslevel hier, schaut mal, dort ist das Ausbruchslevel gewesen, hier an diesem Tief, ja, das ist dann eher Richtung 90 und dann hier oben rauf, zack, oben das nächste Zwischenhoch 1,31, knapp 20 und dann haben wir hier das Doppeltop quasi oben rauf 1,9445 zu 1,39 knapp 50. Das sind mal die korrektiven Ziele. Wenn es hier drüber fliegt, ist natürlich das Ganze komplett anders zu sehen, aber aus aktueller Sicht haben wir hier einen intakten Abwärtstrend auf der 4-Stunden-Basis und obenrum die Range bleibt also die Short-Seite durchaus weiter interessant. So, dann schauen wir auf das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Das finde ich echt, echt spannend momentan. Wir hatten ja vor kurzem auf Tagesbasis die SKS und jetzt scheint sich so ein bisschen der Abwärtsdruck doch wieder durchzusetzen. Wenn wir uns das mal anschauen wollen hier im höheren Zeitrahmen, der Abwärtstrend ist intakt. Zwischenhoch hier oben haben wir auch da Supportbereich momentan immer wieder gerne getestet. Unten grob der Schwungbereich um die 0,77 und ja, als Händler, mich reizt die Abwärtsseite hier extrem. Aber wir haben halt noch keine Entscheidung. Aber schauen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Ich habe mich da gestern auch mit dem Martin ausgetauscht zu diesem Thema. Was mich hier an dieser Stelle wirklich so reizt, ist das hier. Die erste SKS auf Tagesbasis haben wir ja gehabt, die wurde definitiv nicht getriggert. Aber schaut euch das mal an hier. Einmal, zweimal, dreimal. Ja? Das ist ganz klar eine SKS. Blöd ist jetzt halt, dass wir hier schon wieder oben drüber gehen, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja hier im Kleinen definitiv auch schon wieder den nächsten Abwärtstrend. Und egal, ob jetzt SKS hin oder SKS her, wir haben hier einen Abwärtstrend auf der 4-Stunden-Ebene. Hier wieder rein, der korrektive Aufwärtstrend ist rausgenommen worden. Ja, hier ging es ja auch ein bisschen wackelig zu, ne? Erst ein Stück weit nach oben. Dann hier leicht unten drunter, aber dann hier direkt wieder Aufwärtstrendaufnahme. Das Ganze schön nach oben gespielt. Und was wir hier halt sehen ist, dass dieser Aufwärtsschub rausgenommen wurde. Es wurde korrigiert. Jetzt haben wir technisch den Abwärtstrend. Und wenn es hier an dieser Stelle jetzt zur Fortsetzung kommt, dann kann man das doch ganz entspannt zur Unterseite traden. Ne? Das wäre ja genau das, was man braucht. Und das ist auch wiederum das, wo ich auch immer wieder sage, das lerne ich auch meinen Klienten in meinen Ausbildungen. Da müssen wir einfach nur hinschauen. Und wenn wir hier jetzt einen Trade einstellen wollen, ja, dann können wir das mit einer ganz klaren Risikobegrenzung auch tun. Das heißt, schaut es euch doch mal an. Hier, selbst wenn wir nur mal den 4-Stunden-Trend zur Short-Seite nehmen, ja, ich kaufe ja nicht jetzt, sondern ich kaufe ja dann, wenn sich der Trend hier unten fortsetzt. Punkt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe ja sehr solide Absicherungslevel. Ne? Das heißt, wenn wir dann unten drunter laufen, kann ich mich eng absichern und ich habe auch gute Kursziele. Nächstes Kursziel hätten wir mal definitiv hier unten im Bereich der alten Nackenlinie um die 75, 85. Und wenn wir dann tatsächlich unten drunter durchlaufen, haben wir ja noch viel auf der Tagesseite unten drunter, ne? Die Anlaufbereiche, die Parameter gelten ja immer noch die Unterseite. Und dieser Abwärtstrend, der hier auf Tagesbasis da ist, hat ja durchaus Potenzial, sich zur Unterseite zu entwickeln. Das Zünglein an der Waage ist halt, wie sich die entsprechenden Währungspaare bewegen. Aber wir sehen es ja hier, der US-Dollar bzw. der australische Dollar immer wieder zögerlich, aber dann rums. Hier, das ist das gleiche Spiel, zögerlich
möglicherweise stehen wir hier vor einem Rums und das können wir gut traden zur Unterseite hin. Das bleibt das interessante Bild, was wir hier haben. Wir müssen halt einfach nur schauen, dass es wirklich mal zur Entscheidung kommt, dass der Markt tatsächlich hier drunter möchte. Und wenn er das dann möchte, erster Zielbereich hier die alte Nackenlinie bzw. das Zwischentief bei 0,75 knapp 32. Und das ist doch mal was Nettes, wenn man die Unterseite mitnehmen möchte. Ansonsten, wenn wir hier nicht den Verkauf hier unten bekommen, sondern der Markt wirklich stabil über die 0,77, 65, 70 hier oben drüber läuft, natürlich dann hier oben Widerstand 0,78, 16 beziehungsweise Trendhoch, korrektives Trendhoch. Das ist das Hoch der zweiten Schulter aus dieser Formation hier. Die ist übrigens nicht mehr valide. Haben wir die 0,78 knapp 50 oben drin liegen. Das ist der Blick in den australischen Dollar. Übrigens an dieser Stelle, wenn ich hier einen Chart erkläre, wo ich auf die falsche Zeiteinheit eingehe, bitte einfach reinschreiben. Dann weiß ich auch, worauf ich schauen soll. So, also jetzt haben wir Australdollar, US-Dollar durch. Wir haben Euro durch. Wir haben das Cable durch. Und dann haben wir noch US-Dollar, japanischen Yen. Na, da ist die Party zur Unterseite ja ordentlich unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Moment hier, US-Dollar-Yen. Es flacht sich aber momentan ein bisschen ab. Ich hatte das ja in der letzten Besprechung vom Chart schon mal gesagt. Was man hier natürlich auf der Uhr haben sollte, ist eine Beruhigung der Situation. Ne? Das ist jetzt mal ganz klar, wie massiv das hier unten nach zur Unterseite reinging, sieht man, der Aufwärtstrend ist gebrochen. Im Kleinen sieht man hier auch den Schwungbereich, den man zur Unterseite hat. Und jetzt haben wir hier aktuell, schaut mal hier drüben, haben wir so einen kleinen Aufhaltebereich. Ich glaube, das sehen wir auch, wenn wir den 4-Stunden-Chart mal klein zusammenraffen. Ja, schaut mal hier. Nein, Moment, das ist das Falsche. Ich muss kleiner gehen. So, hier. Naja, so richtig sehen wir es hier nicht. Wo ist denn das gewesen? Hier drüben der Drehbereich auf Tagesbasis. Wir müssen nochmal kurz in den Tag reingehen. Lässt sich schlecht zeigen jetzt hier. Also hier, das ist ein Mini-Level hier. Ne? Das, also, ich würde dem nicht so viel Bedeutung geben. Aber was wir hier halt sehen ist, dass der Markt diesem Level gerade so ein bisschen Bedeutung gibt. Ja? Wir kommen hier immer wieder so ein Stück zurück. Wir bouncen immer wieder so ein bisschen nach oben. Das heißt, der Markt lupft zu hoch. Die letzten 1, 2, 3 Handelstage hatten wir nicht wirklich viel Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Wir sehen zwar die großen Schwankungen der Tage mit den Dochten und Schatten, ja, aber auf Schlusskursbasis hat sich da nicht wirklich viel getan im Vergleich zu den Kerzen, die wir hier im Normalfall im Chart haben. Das heißt an dieser Stelle, der Druck geht so ein bisschen raus, die Unentschlossenheit wird größer und das ist nicht selten ein Zeichen dafür, dass wir hier so ein bisschen in eine korrektive Phase reinlaufen. Ich kann aus jetziger Sicht allerdings noch in keinster Art und Weise sagen, was hier wird. Fest steht eins, wir haben oben den Verkaufsbereich um die 108,28 liegen, knapp 30. Hier hat man das Tageshoch auch drinnen liegen gehabt. Das wäre mal ein erster Anlaufpunkt für eine Korrektur. Kann aber auch genauso nur langweiligerweise seitwärts laufen. Das ist dann halt, wie es ist. Das Thema der Korrektur ist hier jetzt aber extrem interessant. Denn die Frage, die sich stellt, war das jetzt nur ein Rutsch und dann kommt der Markt wieder hoch? Oder ist das hier was Trendiges, wo wir dann am Ende sehen, der Markt erholt sich jetzt hier seitwärts oder mit einem leichten Rutsch nach oben und dann der nächste Schwung nach unten in dieses Level hier um die Marke von knapp 107. Das müssen wir sehen, wie sich der Markt hier zeigt, wenn wir es in dem 4-Stunden-Chart mal sehen wollen. Wir sehen es, hier ist ein bisschen Auffangbereich da. Hier oben das Widerstandslevel um die 108,28 wird immer wieder angenommen und immer wieder abverkauft. Wenn wir da drüber gehen, haben wir ein paar schöne Anlaufmarke oben drauf. Ich habe das auch im Auge. Wir müssen mal schauen, wie der Tag sich heute entwickelt. Möglicherweise bekommen wir hier auf Wochenbasis eine Umkehrchance, dass wir hier ein bisschen in die Korrektur der Gegenbewegung oder der vorangegangenen Bewegung reintraden können. Das müssen wir beobachten. Fest steht allerdings auch eins, wenn es hier unten unter die 187 rutscht, dann haben wir den Weg erstmal frei in diesen Auffangbereich hier im Drehlevel um die Marke von 107. Das ist der Blick in den US-Dollar-japanischen Yen. So, jetzt schaue ich nochmal rein in die Chats. Fragen haben wir da gerade keine, auf Facebook nicht, auf
Zoom auch nicht. Das heißt, wer noch eine Frage hat, bitte rein in die Chats. Wir gehen jetzt auf die Indizes und danach schauen wir uns mal die Rohstoffe an. Bei den Indizes gehen wir mal kurz durch. Wir klicken es mal rein hier. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Auch das, was den ein oder anderen Trader interessiert, abseits von DAX und Co., das möchte ich nicht missen. Ich weiß ganz genau, dass DAX und Co. die wichtigsten Indizes für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier sind. Aber ich weiß halt auch, wir haben in der Community momentan oder mittlerweile auch Traderinnen und Trader, die das Ganze breit gefächerter streuen wollen. Da bin ich auch ein Freund von, sowas zu tun, solchen Trends auch zu folgen, das Portfolio auf breitere Füße zu stellen. Und ja, wir sehen es halt hier, auch hier. Wir hatten vor Wochen darüber gesprochen, dass auch der australische Aktienmarkt Chancen hat, aufs Allzeithoch zu laufen. Damals, als wir das erste Mal gesprochen haben, hatten wir hier ein Kursniveau, ein Kursplusniveau, ich glaube zwischen 8% und 10% bis zum Allzeithoch oben rauf. Ja, das kann man gut mitnehmen und man sieht halt auch, der Markt ist hier im Aufwärtstrend verortet, korrigiert auch immer mal ein bisschen, aber follow the flow, ganz entspannt laufen lassen, funktioniert hier relativ gut. Sieht in Japan momentan ein bisschen anders aus. Der japanische Aktienindex ist natürlich brutal nach oben gelaufen, auch schöner Aufwärtstrend. Und seitdem wir die alten Hochs, oder was heißt die alten Hochs, seitdem wir hier drüben das Jahreshoch geschoben haben, über der Marke von 30.700 Punkten, haben wir hier einen großen, weiten Seitwärtslauf, unten die Begrenzung ran hier, wenn wir es mal sehen wollen, hier in dem Level um die Marke von hier unten, wo haben wir den Auffangpunkt, naja, knapp 28.300 Zählern und oben ist so ein bisschen der Deckel drauf, hier ziehe ich mal ganz kurz hoch, um die Marke von, naja, was haben wir hier, knapp 30.200 Punkten, das ist eine weite, weite Seitwärtsphase, aber auch hier im japanischen Aktienindex durchaus die Chance von unten nach oben, von oben nach unten zu traden. Die wirtschaftliche Erholung wird hier auch in Japan weitergehen und deswegen bin ich hier auch ziemlich optimistisch, dass wir hier eine Bodenbildungsphase sehen können und wir dann aus diesem Cluster irgendwann zur Oberseite rausbrechen sollten. Fakt ist aber eins, brechen wir drunter, haben wir hier zunächst erstmal einen Abwärtstrend und dann haben wir hier auf der Chart-Unterseite auch ein paar interessante Level, wo man sich durchaus orientieren kann. Entweder für einen Short Trade oder aber für einen Re-Entry im größeren Stile, wo die Auffangpunkte liegen. Das hier mit Blick in den japanischen Aktienmarkt. UK wird auch immer mal nachgefragt. Hier ist weiterhin intakt das große Dreieck. Ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart. Hier ist das Dreieck, der Ausbruchsversuch nach oben hin war da. Und wir sehen im Großen halt, die Marke von 7000 Punkten ist extrem wichtig. Die muss überschritten werden und dann hat der Markt durchaus hier die Chance reinzulaufen, oben rauf Richtung 8000 Punkte oben rauf und das sind 1000 Punkte hier im Index, also das sind mal wieder deutlich zweistellige Chancen, auch hier gut und gerne als Swing Trade zu nehmen, man hat so wenig Arbeit damit, ja, einfach machen, hinschauen, deswegen besprechen wir das Ganze hier an dieser Stelle auch und damit gehen wir mal rüber zu den Indizes, die hier für die kurzfristigen Trader auch immer wieder hochinteressant sind, das heißt, wir schauen mal auf den deutschen Leitindex, den DAX und da hatte ich ja, ich glaube gestern hatten wir das letzte Mal über den DAX gesprochen, die Situation geschildert, dass wir hier im Kleinen unten drunter gelaufen sind, unter das Tief, was ist jetzt passiert? So, jetzt nochmal, dass wir hier im Kleinen drunter gelaufen sind, unter, sage ich mal, das Tief hier dieser Flaggenformation. Das ist natürlich immer etwas schwierig, wenn nach einem Ausbruch nach oben die Flagge direkt wieder abverkauft wird, aber wir sehen es auch hier. Der Markt hat sich ziemlich schnell wieder gefangen hier oben. Das Allzeithoch ist tatsächlich in greifbarer Nähe. Die Frage ist jetzt hier, schiebt es den Markt direkt über das gestrige Vortageshoch? Das wäre durchaus bullisch zu sehen für den deutschen Leitindex. Und da muss man jetzt für den Tagestrade auch gar nicht in die kleinsten Zeiteinheiten schauen, weil das liegt hier alles so weit an oder so nah aneinander, dass man da durchaus sagen kann, schaffen wir es, das Tageshoch von gestern zu kaufen? Dann haben wir hier, schaut mal, hier das Tageshoch bei 15.404 Zählern, also die Marke von 15.400 Punkten ins Konto reinzunehmen und dann oben schon das Allzeithoch hier über der Marke von 15.500. Durchaus interessant. Fallen wir allerdings
unter das Tagestief von gestern unten drunter. Ich ziehe mal kurz hier eine Marke hoch. Hier, wo haben wir es liegen? Das Tagestief von gestern hatten wir liegen bei 15.212 Zählern. Also wenn wir da unten drunter durchrutschen, dann ist erstmal die, sag ich mal, Wahrscheinlichkeit groß, dass wir hier das Zwischentief anlaufen, also hier unten drunter dieses Level um die Marke von 15.070 Zählern. Wenn es da reingeht, jetzt gehe ich doch mal in die Stunde, dann sehen wir es halt hier. Wenn wir hier unten drunter durchrutschen, dann haben wir im Kleinen einen Abwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend hier ist rausgenommen worden durch diesen Rutsch von gestern. Jetzt schwingt es nach oben, schaffen wir es nicht, oben drüber zu laufen, dann haben wir die Gefahr eines kleinen Abwärtstrends. Und wenn wir hier das Vortagestief halt einfach rausnehmen, dann haben wir hier die Anlaufpunkte eher auf der unteren Seite. Also auch hier im DAX momentan entspannte Lage. Entscheidung ist noch nicht durch. Der Markt ist jetzt seit knapp einer halben Stunde offen und es läuft jetzt hier relativ solid. Zunächst erstmal mit der Börseneröffnung nach oben. Und hier oben wird sich dann zeigen, was passiert, ob das Hoch hier gekauft wird oder wir den Druck zur Unterseite reinbekommen. Und da heißt es hinschauen und fertig ist. Und damit gehen wir mal auf die US-Märkte drauf. Der US-Tech, ja, da habe ich ja schon erwähnt gehabt, wir haben hier Stop-and-Go-Märkte. Beziehungsweise, wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, dann sehen wir ganz klar, Stop-and-Go wird hier gespielt. Unten hier das Level, was ich eingezeichnet habe hier im Grün, das ist immer wieder der Haltepunkt. Das heißt, hier an dieser Stelle unten, Moment, diese Marke mal reinziehen, hier so um den Schwankungsbereich 13.715 will der Markt immer wieder kaufen, aber auf der Oberseite, man kommt nicht über die Marke von 13.940 Punkten oben drüber. Aus diesem Grund haben wir hier am Allzeithoch jetzt hier einen Schwankungsbereich und dieser Schwankungsbereich, der ist der wichtige, wenn wir uns das mal kurz in der Stunde auch anschauen wollen. Hier sehen wir es, das ist einfach so heftig hoch und runter. Hier der Knall unten, ne? Wir haben vorhin die Nachrichtenlage gehört, ich habe es erzählt, was in den USA sozusagen auch durch die Ticker läuft. Das bewegt die Märkte natürlich ziemlich heftig, aber hier ist auch wirklich der Seitwärtslauf ist da. Es sieht heftig groß aus. Ne? Es sind auch viele Punkte, die hier drin laufen, hin und her, ein bisschen über 200. Aber das sind immer noch gute Chancen. Das heißt, auch hier, wenn wir uns den Nasdaq jetzt mal anschauen wollen, wir haben hier zwei solide Level, wo wir kurzfristige Entscheidungen finden. Hier oben knapp die Marke von 13.800 Punkten und unten die Marke von 13.714 Zählern, 15 in etwa. Oben fliegen wir drüber, dann haben wir die Chance der Aufwärtsrallye. Nächster Anlaufpunkt hier im Kurzfristbereich, kurzen Zähler hier. Das Drehlevel hier unten, als der Markt hier das Zwischentief rausgenommen haben, also um die 13.867 Zähler, beziehungsweise dann oben rauf hier, wenn es da drüber geht, hier das Hoch oben rauszunehmen bei knapp 13.955 Zählern. Fallen wir unten drunter, 13.715 und darunter, ja, ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chart, dann wären kurzfristig die nächsten Anlaufpunkte an kleineren Zwischentiefs zu finden. Da hätten wir eins hier um die 13.656, das ist hier drüben auch ein leichtes, hauchdünnes Kauflevel hier, ne? Drüber gespiked nochmal runter und dann oben rauf möglicherweise ein erster Anlaufpunkt und dann ansonsten hier die Swing-Lows rauszusuchen, die wir hier haben in diesen Bereichen, um die 13.520 bis 60 obenrum. Das ist durchaus drinnen, wenn wir uns die aktuellen Schwankungsbreiten mal anschauen. Und wenn der Markt tatsächlich hier aus diesem hier nach unten hin ausbrechen sollte, dann muss man auch konstatieren, das Potenzial da unten hin ist auch tatsächlich da. Das heißt, dann hätten wir hier auch den validen Abwärtstrend in seiner Fortsetzung. Ich zeichne es mal ganz kurz ein. Schaut mal hier, das ist der Markt, wie er runtertrendet. Hier die Gegenbewegung, hier schon wieder den Schub nach unten rein. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich unten drunter fallen, dann ist mit der großen Aufwärtsbewegung jetzt weiterhin auch alles in Ordnung. Aber wir könnten durchaus eine tiefere Korrektur sehen. Also hier schaut euch das mal an, das ist momentan der Trend, der wackelt hier hin und her und sollte der sich tatsächlich fortsetzen, dann haben wir schon durchaus den Markt offen hier in dem Bereich um die 13.400 Punkte unten rein. Das ist der Blick in den Nasdaq. Wir machen weiter mit dem Blick in den Dow hier. Das ist der Dow Jones Industrial. Hier an dieser Stelle zunächst natürlich wie immer der Blick in den Tag. Und das sehen wir,
bitte nicht langweilen jetzt, das gleiche Verhalten wie im Nasdaq. Ja, auch hier Stop and Go auf einem hohen Niveau. Wir sehen es hier unten, das alte Ausbruchslevel um die Marke hier unten drunter. Ich ziehe es mal hoch. Grob gesehen 33.740 Punkte rum in etwa. Da wird immer wieder aufgekauft, aber man kommt halt nicht hier oben drüber. Das heißt, man kommt momentan noch nicht so richtig über die Marke von 34.180 oben drüber. Hier verkauft der Markt immer wieder ab. Also das heißt auch hier ein ziemlich breites Schwankungslevel. Und wenn wir uns das Ganze auch hier nochmal im Stundenchart anschauen möchten, dann sehen wir das Gleiche wie das, was wir gerade gesehen haben im Nasdaq. Auch hier, ich greife zum Zeichentool, da haben wir den Abwärtstrend im Kleinen natürlich da. Schaut mal hier, das ist der Trend zur Unterseite hin und das ist dieses Stop and Go an dieser Stelle. Ne? Es geht nach unten, der Markt stoppt, zzzzt, nach oben, oben stoppt er auch wieder, bzzzt, geht nach unten. Also hier folgt dann sozusagen hier nach dem Schub nach oben, der Schub nach unten. Und was ist dann das Nächste, wenn wir wieder abprallen? Ganz klar hier oben rauf, jetzt die Korrektur dann dorthin und dann sehen wir auch schön die Anlaufpunkte zur Oberseite, wenn sich das dann nach oben hin fortsetzt. Für die Longseite müssen wir tatsächlich oben über die 34.180 drüber, dann haben wir gute Chancen, dass der Markt sich nach oben ausdehnen kann und auf der Unterseite, es ist logisch, immer wieder das Gleiche, fallen wir unten drunter, dann erst einmal so ein bisschen die tieferen Anlauflevel, das heißt hier unten die Drehbereiche, die wir so in etwa haben, ne? Grob die Marke von 33.630 Zählern oder hier unten der Bereich um das Zwischentief bei 33.547 beziehungsweise hier an dieser Stelle auch die Lows unten raufzunehmen bei 33.486 Zählern. Das ist schön die Unterseite und die Oberseite auch hier kurz zu sehen, wenn der Markt tatsächlich hier oben drüber geht, dann haben wir hier schön den Aufwärtstrend mit dem kleinen Zwischentief hier unten um die Marke von 33.793 Zählern. Wenn wir hier drüber gehen, haben wir einen Aufwärtstrend. Nächstes Zwischenziel hier, ich habe es gezeigt, dieser alte Schwungbereich im Drehlevel um die 34.000 Punkte Marke, also hier dieser, oder nein, entschuldigt bitte, die 33.990 bis 34, das also dieses Level hier in diesem Bereich, die sind wichtig oder das ist an dieser Stelle wichtig und da wäre mal der nächste Anlaufbereich, wenn wir hier tatsächlich zur kleinen Trendbildung kommen und dann sehen wir auch hier, der Deckel ist da drauf, aber auch hier gibt es oben hier so den Schwungbereich noch um die Marke von 34.125, wo wir immer wieder abverkauft haben. Das sind auch schöne Anlauflevel für eine Intraday-Tagesplanung, die man da auf der Uhr haben sollte. Und für diejenigen, die gerne mal auf den S&P 500 schauen, das Gleiche, ne? Also hier an dieser Stelle, Moment, ich ziehe es mal eben rüber, einen kleinen Aufkaufbereich hier unten, wo der Markt immer wieder rüberkommt. Oben der Deckel drauf, hier oben, ne? Da will der Markt momentan nicht drüber. Da haben wir hier auch den Schwungbereich. Da gehe ich jetzt gar nicht so extrem in die Details. Es sieht genauso aus. Also man kann sich hier quasi aussuchen, welchen Markt man traden möchte, was zu einem ins Portfolio sitzt, besser passt. Und hier auch ganz klar, schaffen wir hier drüber den Aufschub, dann hier über die Zwischenhochs bei 41,45. Nächstes Ziel hier oben, der Umkehrbereich 41,60. Beziehungsweise dann der Deckelbereich oben, der Widerstand um die 41 knapp 80. Sollten wir allerdings unten drunter fallen, hätten wir hier das Auffanglevel. Wenn das abverkauft wird, die 41,23, beziehungsweise hier unten die Zwischenlows haben wir ja liegen um die 41,17. Wenn das abverkauft wird, dann bitteschön kurzfristige Orientierung an den Zwischentiefs, die wir hier in den Charts finden. Und da haben wir ja auch einige liegen. Das heißt hier die Bereiche unten drunter um die Marke von hier 4.100 knapp 10, hier die 4.090 und dann können wir hier noch ein Stückchen drunter gehen, hier unten hin auf die Marke von 40,81 in etwa. Das bleibt interessant und auch hier wieder genau das gleiche Bild, der Schwungbereich, den wir haben. Entweder wir bekommen hier den Abverkauf unten rein oder aber es geht sozusagen in die Long-Richtung, dass man sagt, hier die Korrektur, dort oben drüber. Dann haben wir einen Aufwärtstrend, der sich dann Stück für Stück nach oben ausarbeiten kann. Das der Blick in die Indizes. Und dann gehen wir noch flott
über die entsprechenden Rohstoffe drüber. Das heißt, Gold haben wir ja auch auf der Long-Seite zuletzt beleuchtet. Hier oben sind auch die Zielmarken noch mit drinnen. Und da sehen wir momentan oben in diesem alten Drehbereich hier, der Markt kommt nicht so richtig über die 1.794,95 Dollar-Marke drüber. Da gibt es immer wieder den Abverkauf. Kurzfristig jetzt zum Wochenschluss würde es mich nicht wundern, wenn wir hier um das Vortagestief fallen und dann hier in Richtung 1.765 laufen. Aber der kleine Aufwärtstrend hier ist intakt. Der hat die Chance, aus der Korrektur heraus natürlich hier übers Trendhoch oben drüber zu laufen und dann oben die nächsten Zwischenhochs anzugehen. Durchaus interessant. Müssen wir einfach schauen, was hier passiert, wenn es kurzfristig um das Vortagestief geht. Wie schon gesagt, auch hier nochmal der Blick in die kleinere Zeiteinheit. Also hier, wenn wir hier unten drunter unter dieses Level hier fallen, kurzen Augenblick, also hier unten drunter, dann nehmen wir hier ein kleines Kauflevel raus und dann haben wir erst einmal den Weg in die 1765er Marke unten drunter durch. Das hier an dieser Stelle in den Goldpreis rein. Und dann schauen wir mal kurz noch auf Öl. Öl hatten wir ja zuletzt auch wieder freundlicher gesehen. Wir sehen auch hier den Ölpreis an dieser Stelle. Dadurch, dass wir diese starken Covid-Fälle in Indien hatten, ist der Markt ja ein bisschen unter Druck gekommen. Aber wir sehen auch hier, der Aufwärtstrend ist da. Es schlängelt sich so langsam nach oben, ne? Ist wieder gebildet. Wir sehen jetzt hier die Korrektur. In der kleineren Zeiteinheit sind wir schon wieder in einem Aufwärtstrend verortet. Und wenn es der Markt tatsächlich schafft, hier über dieses Zwischenhoch auch drüber zu laufen, über dieses Tageshoch, was wir vom Dienstag gehabt haben, um die Marke von 62 knapp 50. Das wäre interessant für die Long-Seite. Und hier unten sehen wir, das war der korrektive Abwärtstrend. Den haben wir hier, den haben wir rausgenommen. Und jetzt trendet der Markt hier nach oben, sodass wir durchaus auch weitere Erholungschancen zur Chart-Oberseite haben. Das ist das, was wir hier in den entsprechenden Rohölpreisen sehen. So, das waren mal die Rohstoffe, die wir grob hier entsprechend haben, die wir aktuell als CFDs bei Tickmill mit auf der Uhr haben. Und an dieser Stelle, ich habe auch gute Nachrichten. Ich bin in den, sage ich mal, technischen Vorbereitungen auch noch wieder ein Stückchen weitergekommen diese Woche, dass wir hier bald auch die anderen Währungsfutures bzw. die anderen Rohstofffutures mit beschauen können. Das heißt, wenn wir mal einfach kurz schauen wollen, auf die Website von Tickmill zu gehen, kurzen Augenblick, ich mache sie mal kurz auf. Ich muss nochmal schauen, dass wir es haben hier. Moment, da brauche ich nämlich hier an dieser Stelle schön die UK-Seite. Das heißt, wenn wir das mal ganz kurz rüberziehen wollen, hier, das ist das, was ich jetzt schon häufig angekündigt habe, was auch bald kommen wird. Ne? Die Möglichkeit, die Futures zu traden, gibt es bei Tickmill schon hier bei Tickmill UK. Und wenn wir uns da die Futures einfach mal anschauen wollen, da ist natürlich einiges drinnen, wenn die Website funktioniert. Ich glaube, die ist mir gerade hängen geblieben. Jetzt haben wir es. Also hier, die Futures haben wir da. Und wenn wir bei den Futures einfach mal schauen wollen, was es da gibt. Moment, da muss ich mal ganz kurz auf die Futures draufgehen. Hier an diesem Punkt erstmal wieder mal bei Tickmill geniale Konditionen. Wenn man einfach mal schaut, hier mit 0,85 das Ganze zu traden. Und wenn wir hier einfach mal draufklicken, was es alles so gibt, da wird es schon eine ganze Menge geben. Und das ist wirklich richtig, richtig interessant. Und das Ganze noch abgerundet mit der Meldung von, ich glaube, Montag oder Dienstag hat die Eurex die Meldung rausgegeben, dass es jetzt auch an der Eurex Micro Futures gibt. Das heißt, man kann den DAX beispielsweise als Future, als Micro traden mit 1 Euro pro Punkt. Und da ist man dann in einem Future-Markt unterwegs. Das ist echt der Knaller, wirklich richtig, richtig gut. Und ich denke, die Future sind eine gute Sache für eine vernünftige Portfolio-Gestaltung, auch für all diejenigen, die gerne Futures traden möchten. Hier geht eine Tür auf, die ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich denke, da kann man in Zukunft einiges bei rausholen. Also auch das wird kommen und da kann ich dann auch ganz, ganz andere Märkte mit beleuchten. Da freue ich mich schon drauf. Wir müssen nur noch die technischen Gegebenheiten machen. Macht ja keinen Sinn, wenn ich hier Sachen zeige, die wir noch nicht umsetzen können. Aber wen das interessiert, die Trading-Accounts einfach mal nachschauen bei Tickmill UK auf der Website und sich das Ganze anschauen. Kontoeröffnung und Ähnliches. Also wie das Ganze funktioniert, steht alles auf der Website geschrieben. Und wir machen es bald hier live auch
in den Morning Sessions. An dieser Stelle sage ich wieder allen Danke fürs Zuschauen. Ja, haben wir heute auch wieder eine ganze Zeit gebraucht. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Da würde mich auch mal ein bisschen Feedback interessieren, ob das Ganze vom zeitlichen Rahmen passt. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Danke für die tolle Woche, fürs Weiterempfehlen, für die Likes. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt gleich mal aufs Like-Knöpfchen drücken. Und wie immer, bitte planen Sie den Trade. Traden Sie den Plan und dann läuft das. Danke, ein schönes Wochenende und bis Montag pünktlich um 8:30 Uhr. Bye-bye.